Hallo und herzlich willkommen im Landefeld Online Magazin. Pneumatische Schwenkantriebe sind aus der Prozessautomation nicht mehr wegzudenken. Diese gibt es in doppelt wirkender, aber auch in einfach wirkender Ausführung federöffnend oder federschließend. Eine solche Federmechanik bringt natürlich den Nachteil mit sich, dass sie mit der Zeit verschleißen kann. Wie Sie diesem Verschleiß entgegenwirken können oder wie Sie aus einem Ihrer pneumatisch doppelt wirkenden Antriebe einen einfach wirkenden machen können, das zeige ich Ihnen heute in diesem Video. In unserem Pneumatikatlas, aber auch in unserem Shop, finden Sie bei den pneumatischen Antrieben zu jedem einen passenden Federsatz. Diese Federsätze haben den Vorteil, dass sie sowohl alle notwendigen Federn für die im Umlauf befindlichen Generationen enthalten, als auch für federöffnende oder federschließende Antriebe verwendet werden können, da nicht die Anzahl oder die Position der Federn dafür entscheidend sind, sondern die Stellung der Kolben im Antriebsinneren. Unterscheiden können Sie die Generationen daran, dass die etwas älteren Generationen in den Federtaschen mehrere einzelne Federn enthalten und die neueren Versionen mit einer stärkeren Feder zentral auf dem Kolben ausgestattet sind. Zunächst müssen Sie, egal bei welcher pneumatischen Antriebsgröße, vor einem Federwechsel oder vor einer Umrüstung den Antrieb drucklos schalten und ihn von Ihrer Armatur demontieren. Anschließend spannen wir uns den Antrieb unter Verwendung von Schonbacken oder einem anderen Schutz in unseren Schraubstock ein, sodass wir noch an alle 8 Zylinderschrauben der Zylinderdeckel drankommen. Lösen Sie nun, wie in der eingeblendeten Grafik angezeigt, die Schrauben von 1 nach 4 über Kreuz. Wichtig ist, halten Sie dabei gerade ab der Baugröße 12 mit der Hand immer etwas Druck auf den Deckel, da dieser durch die vorgespannten Federn leicht unter Druck steht. Sie können den Antrieb nun aus dem Schraubstock lösen. Achten Sie darauf, dass die am Gehäusedeckel befindliche Dichtung nicht herunterfällt oder gar abhanden kommt. Nun ist die Feder oder auch bei den alten Generationen die mehreren Federn frei zugänglich und wir können diese austauschen. Das Austauschen über den Federnsatz ist bei allen pneumatischen Antrieben möglich. Ein Umrüsten von doppelt wirkend auf einfach wirkend ist allerdings erst ab der Baugröße 2 möglich. Wichtig zu wissen ist es, dass wenn Sie einen doppelt wirkenden Antrieb zu einem einfach wirkenden umbauen wollen, dass Sie bei den Antriebsgrößen 2 und 6 verlängerte Zylinderschrauben benötigen, um den Abschlussdeckel wieder gegen den Federdruck am Gehäuse anbringen zu können. Denken Sie vor dem Einbringen der Federn daran, die Laufrichtung Ihrer Kolben zu kontrollieren. Denn gegen den Uhrzeigersinn laufend erhalten Sie einen federöffnenden Antrieb und mit dem Uhrzeigersinn laufend erhalten Sie einen federschließenden Antrieb. Haben wir nun den Wechsel oder Umbau abgeschlossen, setzen wir den Gehäusedeckel wieder auf. Beachten Sie hierbei den Sitz der Dichtung. Ziehen Sie die Schrauben, bevor wir ihn in den Schraubstock wieder einspannen, schon mal leicht mit der Hand fest, um den Sitz des Deckels zu gewährleisten. Spannen Sie nun den Antrieb wieder in Ihren Schraubstock ein und ziehen die Schrauben wie in der eingeblendeten Reihenfolge über Kreuz fest, um ein Verkanten des Deckels zu vermeiden. Bei der Montage der Deckel gibt es bei den Antriebsgrößen 1 und 2 eine Kleinigkeit zu beachten, denn diese beiden Antriebsgrößen haben eine exzentrisch laufende Welle. Bei der Antriebsgröße 1 finden Sie die Markierung über den Gehäusedeckel über die Vertiefung. Diese läuft, wie Sie sehen können, auch leicht exzentrisch und sollte in der gleichen Richtung liegen wie die Welle. Bei der Baugröße 2 ist es etwas einfacher gelöst. Dort haben Sie neben der mittigen Vertiefung eine kleine runde Einstanzung, welche einfach Richtung der beiden Arbeitsanschlüsse B und A zeigen muss. Nun ist unser Federwechsel oder unser Umbau vollständig abgeschlossen und wir können unseren Antrieb wieder auf die Armatur entsprechend aufflanschen. Sollten Sie bei einer Neuauslegung einer Armatur mit pneumatischem Antrieb oder nur einem pneumatischen Antrieb Unterstützung brauchen, weil Sie sich nicht sicher sind, welcher der richtige für Ihre Anwendung und Ihre Schalthäufigkeit ist, stehen wir Ihnen natürlich in einem persönlichen Beratungsgespräch zur Verfügung. Haben Sie noch Fragen zum Federwechsel oder Fragen zu anderen Produkten, folgen Sie uns doch gern weiter hier im Blog und auf www.landefeld.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.